Azoren. Das ist eine Gruppe von 9 Inseln, verloren mitten im Atlantischen Ozean. Sie liegen auf dem gleichen Breitengrad wie Lissabon, allerdings 1600 Kilometer westlich der Hauptstadt. Nach Neufundland in Nordamerika sind es dann nur noch weitere 2000 Kilometer. Die Inseln verteilen sich über eine Distanz von 650 Kilometern, von Nordwest nach Südost. Die Fläche des gesamten Archipels ist nicht einmal halb so groß wie Mallorca. Das Landschaftsbild der Azoren wird geprägt von unzähligen Vulkanen. Denn eigentlich sind die Inseln nur die Spitzen alter Vulkane auf dem mittelatlantischen Rücken. Meist sind die ursprünglichen Vulkankegel nach der Explosion eingestürzt und in den abflusslosen Vulkankesseln haben sich Kraterseen gebildet. Im Gegensatz zum berühmten Azorenhoch ist das Wetter auf den Azoren selbst äußerst wechselhaft. Schnell bilden sich Quellwolken, die die Berge in Wolken hüllen und Regen bringen. Ihren Namen verdanken die Inseln dem heimischen Bussard. Die Entdecker hielten sie für Habichte und gaben ihnen den portugiesischen Namen Azores. Er schmückt heute die blau-weiße Flagge der Azoren. Der Lagoa das Furnas ist mit 1,7 Quadratkilometern der zweitgrößte See von São Miguel. Seine Tiefe beträgt lediglich 11 Meter. Die Umrundung des Sees ist ein eher gemütlicher Spaziergang. An dem großen Picknickparkplatz an der Nordseite des Lagoa das Furnas dampft die Erde. Je näher man kommt, desto mehr steigen einem die Schwefeldämpfe in die Nase. Sie stammen aus den Fumarolen, Sulfataren und brodelnden Schlammlöchern sowie einigen Mini-Geysieren. Hauptattraktion von Furnas sind sicherlich die Dampfquellen am östlichen Dorfrand. Sie sind unverwechselbare Zeugen des vulkanischen Ursprungs von São Miguel. Die größte Quelle, die Caldeira Grande, fördert 61 Liter Wasser pro Minute mit einer Temperatur von nahe 100 Grad. Flores wurde zwar schon 1452 entdeckt, aber erst im 16. Jahrhundert setzte eine richtige Siedlerwelle ein. Heute wandern wir von Lajedo, das ganz im Südwesten von Flores liegt, nach Norden bis zur Ortschaft Vaca Grande. Ausgangspunkt der Wanderung ist die Pfarrkirche von Lajedo. Ein alter Eselsweg führt bis nach Mosteiro. Immer hoch über dem Meer, mal leicht bergauf, mal bergab. In Flores gibt es beachtliche 1500 mm Niederschlag im Jahr. Entsprechend nass sind die meisten Wege. Als erste Ortschaft erreichen wir Mosteiro. Ein Großteil der Bevölkerung von Flores lebt in solch kleinen Dörfern. Die einzig größeren Ortschaften sind Santa Cruz und Laches. Nach einer kurzen Wanderung entlang der Küste erreichen wir Vaca Grande und damit unser Ziel für den heutigen Tag. Flores ist eine sehr vielfältige Insel. Wildbäche und Wasserfälle in dicht begrünten Tälern, bizarre Felsen und steile Klippen an der Küste, bunte Blumenwiesen und lichte Wacholderwälder auf den Hochflächen prägen das Landschaftsbild. Die natürliche Vegetation der Azoren in der feuchten Wolkenzone oberhalb 300 Meter besteht aus Regenwald, den man aufgrund der in dieser Höhenlage häufigen Bewölkung auch als Nebelwald bezeichnet. Dieser Wald bestand ursprünglich aus dem makronesischen Gagelbaum, dem Wacholder und der Baumheide. Im Unterwuchs dominierten Farne. Der aus Australien eingeführte krausblättrige Klebsame und der Kahili-Ingwer haben diese Arten leider weitgehend verdrängt. Die Baumheide gedeiht bis in Höhen von 1500 Meter. Die alten Stämme sind dicht mit Moosen und Flechten bedeckt. Leider wurde dieser Wald für die Gewinnung von Weideland bis auf Restbestände dezimiert.
Im Westen stürzt die Küste über mehrere hundert Meter steil zum Meer ab. Spektakulär zeigt sich diese Abbruchkante durch die vielen Wasserfälle, die das reichlich vorhandene Regenwasser aus dem Hochland abführen. Die kleine Insel Corvo ist nur etwa 20 Kilometer von Flores entfernt. Von Flores aus erreicht man Corvo am besten mit Hilfe eines Hartbootes. Wie Orgelpfeifen sehen die Felsen aus Basaltgestein aus. Durch rasches Abkühlen hat die Lava hier senkrechte, eckige Säulen entstehen lassen. Entlang der Küste trifft man auf aufregende Felsformationen, die die Lava zusammen mit dem Meerwasser haben entstehen lassen. Corvo ist mit einer Fläche von 17,5 Quadratkilometern die kleinste Insel der Azoren und zählt aufgrund seiner Randlage zugleich zu den isoliertesten Plätzen Europas. Der Name Corvo bedeutet Rabe. Zu Spitzenzeiten im Jahr 1894 lebten hier 1065 Menschen. Inzwischen hat sich diese Zahl auf 300 reduziert. Die meisten Menschen leben von der Land- und Viehwirtschaft. Faial wird oft die blaue Insel genannt, denn die von Juli bis August intensiv blau blühenden Hortensienhecken erstrecken sich über eine Länge von 50 Kilometern. Vom Meer aus wird die Stadt durch die imposante Pfarrkirche Igreja Matriz São Salvador und die darüberliegende Igreja Nossa Senhora do Carmo geprägt, die Teil des Karmeliterkonvents ist. Die Stadt Horta ist für ihren internationalen Yachthafen bekannt. Mehr als 1700 Kreuzfahrtschiffe und private Segeljachten laufen jedes Jahr den Hafen von Horta an und geben der kleinen Hafenstadt auf den Azoren ein internationales Flair. Der erste Hafen wurde im 15. Jahrhundert unterhalb des Monte Quaimado gegründet. Dieser Berg trennt den ursprünglichen Hafen Porto Pim vom heutigen Hafen. Peter Café Sport ist kein gewöhnliches Café, sondern eine Institution. 1918 gegründet, wurde es in Horta schnell zum internationalen Treffpunkt für Segler und Weltenbummler aller Herren Länder. Brauchte jemand einen Rat oder Hilfe, hier bekam er sie. Denn die ortsansässigen Segelmacher, Bootsbauer und Mechaniker waren hier Stammgäste. Das Vulkangebiet Capellinos ist der Bereich mit den jüngsten vulkanischen Aktivitäten der Azoren. Es ist in den Jahren 1957 bis 1958 entstanden und vergrößerte die Insel Faial um ca. 2,5 Quadratkilometer. Der Vulkan Capellinos spuckte damals mehr als 30 Millionen Tonnen Asche und Lava und begrub weite Teile des Inselwestens unter sich. Die Asche wurde bis zu 5 Meter hoch aufgeschichtet. Aber mehr als die Hälfte des neuen Landes ist inzwischen wieder vom Meer verschlungen worden. São Jorge ist die Insel der Faschas, von denen es nicht weniger als 46 gibt. 30 davon liegen an der Nordküste, 16 an der Südküste. Als Faschas bezeichnet man die kleinen, ebenen Flächen, die sich am Fuße der steil abfallenden Küste nur knapp über dem Meer ausbreiten.
Die Faschas, wie hier die Fascha de Ovadour, waren bei der Besiedlung der Insel im 15. Jahrhundert die einzig bewohnbaren Plätze. Der Boden ist äußerst fruchtbar und das Mikroklima so hervorragend, dass eigentlich alles wächst, was man sät. Sogar Tabak, Kaffee und Bananen werden hier reif. Der Stier wird bei der Tourade à Corde an einem langen Seil gehalten. Wagemutige necken den Stier und sorgen so für Unterhaltung. Jeder kann bei der Tourade à Corde mitmachen und sich dem Stier in den Weg stellen. Angra gilt als die architektonisch schönste Stadt der Azoren. Sie ist ein Paradebeispiel für die Baukunst der Renaissance im 17. Jahrhundert. Herrenhäuser, Adelspaläste und Kirchen stehen im alten Stadtkern dicht an dicht. Am 1. Januar 1980 zerstörte ein kurzes, aber heftiges Erdbeben die Stadt. Anschließend wurde sie größtenteils originalgetreu wieder aufgebaut. Besonders beeindrucken die schönen, schmiedeeisernen Balkone sowie die hübsch verzierten Eingangstüren. Typisch sind auch die lebhaften Farben der Fassaden und die mit bunten Farben hervorgehobenen Fenster. Das Zentrum von Angra bildet der Marktplatz, an dessen östlicher Stirnseite das Rathaus liegt. Das heutige Rathaus, Paschos da Conselho, stammt erst aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Vorbild für den Bau war das Rathaus von Porto. Bereits 1534 wurde Angra Bischofssitz, aber erst 36 Jahre später begann man mit dem Bau der Kathedrale Sé de São Salvador. 1618 schließlich wurde das Gotteshaus im Renaissance-Stil fertiggestellt. Das Naturschutzgebiet Lagoa Negra liegt im Kessel der Serra de Santa Barbara. Während abseits der Küste vielerorts Viehweiden dominieren, ist dieser westliche Teil Terceras teilweise noch mit der ursprünglichen makronelischen Vegetation wie Baumheide, Wacholder und Lorbeer dicht bewaldet. Von Natur aus ist das Ökosystem des Lagoa Negra durch kleine Seen und verschieden große Torfmoore gekennzeichnet. Deshalb ist eine ausreichende Wasserversorgung, das heißt der Rückbau aller Entwässerungsmaßnahmen, entscheidend. Die Tradition der Heiliggeistfeste stammt aus dem 14. Jahrhundert und geht auf die spanische Königin Isabella von Aragon zurück. Mit den ersten Siedlern kam diese Tradition dann auch auf die Azoren. Ursprünglich als Armenspeisung gedacht, sind die Espiritu Santo-Feste heute lebhafte Volksfeste. Bunt geschmückte Prozessionen mit Festwagen ziehen durch die Straßen, begleitet von Musikkapellen und Sängern. Die Termine sind von Ort zu Ort verschieden. Gemeinsam jedoch ist die Verehrung des Heiligen Geistes und die rituelle Verteilung von Nahrungsmitteln als Zeichen des ursprünglichen, karitativen Zweckes dieses Festes. Arrabassos para o Estado.